Wen kennen wir in Berwick-upon-Tweed? Niemanden. Der ist von Queenie Hennessy. Sie ist in einem Hospiz. Ist das ein Brief? An eine Freundin. Sie hat Krebs. Meine Tante hatte Krebs. Geben Sie nicht auf. Es geht um das hier drin. Und geht's Ihrer Tante besser, weil Sie dran geglaubt haben? Sie hat gesagt, es hat ihr Hoffnung gegeben. Kann ich Queenie Hennessy eine Nachricht hinterlassen? Sagen Sie ihr, Harold Fry ist auf dem Weg. Ich werde weiterlaufen und sie muss weiterleben. Harold? Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber ich habe den Dreh noch nicht raus. Du stinkst. Wo bist du, Harold? Ich werde Queenie Hennessy retten. Hast du etwa getrunken? Das einzige Stück, das du läufst, ist zum Auto. Ich kann nicht anders, Maureen. Dann geh nach Berwick-upon-Tweed. Sind ja nur ungefähr 500 Meilen. Hast du die Nachrichten gesehen? Du bist überall. Die Menschen sind so nett. Da ist noch ein Zimmer. Sie können hier übernachten. Danke. Ich rette Queenie mit Ihnen. Mein Mann. Man muss ihn aufhalten. Verstehe. Er marschiert quer durch England. Er könnte einen Unfall verursachen. Was er da tut, ist wundervoll. Kannst du nach Hause kommen? Du könntest das auch. Was ich hier mache, kann jeder machen. Man muss nur loslassen, die Dinge, von denen man meint, dass man sie braucht. Ich habe mein ganzes Leben lang doch nichts getan. Und jetzt endlich tue ich was. Kriegen Sie keine Angst? Unter freiem Himmel scheine ich mich weniger zu fürchten. Haben Sie einen Sohn? Ich fürchte, ich habe meinen Sohn furchtbar enttäuscht. Du konntest dich nicht mal von ihm verabschieden! Du musst an ihn glauben. Ich will wieder nach Hause. Ich will meinen Sohn. Du bist fast da. Noch 18 Meilen. Das ist gar nichts. Ich laufe quer durch England und rette so eine Frau vor dem Tod? Vielleicht braucht die Welt jetzt genau das. Etwas weniger Vernunft oder ein bisschen mehr Vertrauen.